Also, Okay. willkommen Land auf. Ja. auf YouTube zu unserem Multi-Let's Play hier auf der schönen Silver Run, wo wir uns eine Achterbahn bauen wollen. Denn was anderes wollen wir ja nicht, oder? Ja, oh, und ein Schiffchen natürlich auch. Oh, Schiffchen, hätte ich jetzt fast vergessen. Genau, Schiffchen. Ja, Und bei siehst mir du, hier, ne? ja. Bahnromantiker ist natürlich wieder da. Hallo, schönen guten Abend, YouTube. Und für diejenigen, die bis jetzt Mittwochs nicht mit reinschalten konnten, ab dem kommenden Jahr, also, was sind wir jetzt? Wo sind wir? Ne? Die Folge von heute kommt ja, die erste Folge kommt Freitag, also ab, ne? Übermorgen ist bereits wieder Stream. Denn wir machen das ab jetzt sonntags und haben dann eben den Bahnromantiker, nicht nur den Bahnromantiker, mit dem ich hier mir die Arbeit aufteilen kann, sondern dann ist auch noch Pitti und Thomas häufiger am Start. Und das ist doch was Schönes. So, wir hatten beim Wie Holz. letzten Mal ganz stark darüber diskutiert, uns ein neues Land zu kaufen. Na? So, und heute werden wir dies als erstes tun, damit wir es nachher nicht wieder vergessen. Hältst du davon? Auf jeden Fall Auf jeden Geld. Fall. Wir haben ja genug. Wir haben ja nur genug Geld. Ja. Wir haben das Geld ja extra zurückgehalten. Ich habe übrigens immer noch keinen guten, richtig guten Forst-LKW gefunden, mit dem man hier so rauf und runter fahren kann. Doch, ich hätte einen. Du hättest einen. Ja, dann würde ich Ich sagen, wüsste einen. Ich wüsste einen. den schauen wir uns dann mal an, wenn ne, in den nächsten Tagen kann man den ja Ja. mal draufpacken. So, die ursprüngliche Idee war, dieses Stück Land hier mit dem Wasserturm zu kaufen. Allerdings haben wir festgestellt, dass es doch sehr, sehr steil hier ist. Und so dass man hier kaum mit dem Hannibal hochfahren kann. Und deshalb haben wir uns das, warte mal kurz gucken, das ist Land Nummer 17 genauer angesehen. Das ist nämlich hier südlich vom Sägewerk. Das ist auch nicht gerade flach. Aber, ne, und es geht auch relativ weit hoch, aber es ist doch Ja. wesentlich, wesentlich flacher. Ja, richtig. Ja, klar hat man hier unten noch den See, wo dann, ne, wenn man ungünstig schneidet, könnte da was runterfallen. Aber da, wo der Bahnromantiker gerade steht, da könnten wir die Seilwinde hinstellen. Ne? Ja, könnten wir machen. Und dann könnten wir die hier rüber spannen und dann könnten wir die Sachen, die wir hier gefällt haben, auch mit der Seilwinde darüber auf das flache Gelände packen, um es dann von da aus zu verkaufen. Ne? Oder da, wo die Seilwinde jetzt steht, ein bisschen weiter rüber, ein bisschen näher an die. Aber das müsste doch von der Weite her müsste das Das ausreichen. muss reichen, ja, wenn man die etwas hier versetzt, ja. Und Genau. dann kann man da, dann könnte man da bestimmt Bäume, die dann gleich in den See fallen, untertun. Zum Auffüllen halt Genau, vom Sägewerk. ja, hier Ja. sehen wir unser erstes Fellgebiet. Das ist schon ziemlich, na, Hans hat schon gut was getan. Die ersten Sachen sind bereits gewachsen. Da hinten muss auch noch, ne, hier vorne wird gerade noch gefällt. Ja, da müssen wir noch ein paar umlegen. Ja, so ein bisschen was kommt hier noch. Den More Trees Mod haben wir jetzt mit drauf. Damit sollte es auch nachher dann möglich sein, hier noch ein bisschen was zu fällen. Ach ja, das So. Stück ist ja noch nicht fertig, gell? Genau. Also, wir haben jetzt drei Aufgaben aktuell, deswegen, aber wir sind nur zu zweit. Also zum einen müssen die restlichen Bäume da vorne weg, Ja. damit wir dieses Stück dann mal ganz frei haben. Dann muss hier muss noch gepflanzt werden, ne? Das ging ja beim Ja, letzten Mal nicht weiter, weil wir zu viele Bäume auf der Karte hatten. das ist ja, Und glaube ich, auch nicht mehr viel, gell? nee, ist nicht mehr viel, ne? Ich bin ja schon Ja. relativ hoch gefahren. Und die Papierfabrik braucht Holz. Okay. So. Zu welcher dieser Aufgaben meldest du dich freiwillig?
Ja gut, würde ich sagen, da ich ja letzte Mal hier absterben musste beim Fällen, wo wir aufgehört haben, ich mache die paar Bäume noch weg. Und dann kannst du ja Vorschlag, das Ding hier noch bepflanzen. Und dann gucken wir mal wegen Bäume sammeln hier, die Sägte und dann verkaufen, oder? Ja, ich würde jetzt eigentlich als erstes Bäume sammeln, damit wir quasi vor der Nacht dann noch die Bäume in die Papierfabrik kriegen. Okay, ja, okay, dann muss ich bald Das. wegfahren hier, Nee, ja. musst du nicht. Ich hab ja hier auf der anderen Seite von liegen ja noch die Bäume im Hang. Die muss ich ja nur runterschieben. Dann kann ich die einsammeln. Ach so, da oben jetzt, ja, Ja, da. auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ja, okay. Ja gut, dann Dann schieb die mache ich jetzt runter. mal den Baumschubser. Ja, richtig, da hat es ja noch. Ich glaube, den Gut, Skidder werde dann. ich demnächst modden. Der braucht mehr PS. Und dann mit 60 über die Karte, oder? Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn schneller mache. Ach so, Ne? ja. Weil schnell, er ist ja, wenn er hier mit 20 hochfahren würde, wäre das ja schnell genug. Ne? Aber. Ja, richtig. Okay, dann fange ich an zu fällen, die restlichen dort unten. Dass wir das Ding leer kriegen hier. Genau. Was ist denn da passiert, Rainman? Was meinst du? Wir haben Bäume gefällt. Das macht man heute so. Danke, Blood Angel, für den Link. Abend, Andy. Ich stehe schon im Rückwärtsgang, aber er bewegt sich einfach nicht. Hallo. Eigentlich wollte ich heute mit Lenkrad spielen. Aber Und? es geht nicht. Ach was? Ich meine, die Zuschauer, die schon lange mir lange folgen, die wissen, dass ich irgendwann mal hatte ich das Lenkrad, also die Seitenkonsole kaputt. Ja. Und als die Seitenkonsole kaputt war, habe ich natürlich mich an den Logitech-Support gewendet, weil die war ja erst 10 Monate alt. Und nach einigem Hin- und Herschreiben haben sie mir die ja ersetzt. Sie haben mir aber nicht nur die Seitenkonsole geschickt, sondern ein komplettes Lenkrad mit dazu. Also einmal das komplette Pack. Und das war zwar nett. Was hat man jetzt hier eigentlich beim Autoload? Aktive Entladeseite rechts. Das ist nicht mein Text, dann wird das ja, dann ist das der Universal. Und das hatten die mir ja geschickt. Und da war ich dann auch dankbar für. Ich brauchte ja eigentlich nur die Konsole und habe das andere Lenkrad einfach nur in den Keller gestellt. Habe ich jetzt hier wieder das Problem, dass er das Holz nicht erkennt. Ich glaube, ja. Ich habe schon wieder das Problem, dass er das Holz nicht erkennt. Ich glaube hier, Giants hat da irgendwas geändert. Normal wenn ich auf Länge 6 Meter schneide, drücke ich X und dann schneidet der mir und sägt.
Ja. Und jetzt muss ich Sägen extra klicken. Oh, das hat, da hat aber Giants nichts dran geändert, sondern Nein. dann hast du wohl deine Einstellungen geändert. Nein, ich habe nichts Oh, getan. das Also sagst du gar jetzt so. nichts. Das sagst du jetzt so. Doch, ich bin völlig unschuldig. Gehst du mal ins Escape-Menü Ja. und dann gehst du auf das Zahnrad, müsste es sein. Ja, das Zahnrad. Ja. Und dann scrollst du mal so ein Dreiviertel runter, dann stehen da diese ganzen Lautstärken. Siehst du die? Ja, richtig. Der Punkt über der Lautstärke heißt Holzharvester automatisch sägen. Ist der an Der oder steht bei aus? mir auf. Er ist bei mir auf aus. Dann schalt ihn mal ein. Aha. Aber das letzte Mal war doch, hat's doch funktioniert. Ich kann hier Ja, schon jetzt wieder. macht das wieder. Ich Jetzt kann macht ja das wieder, ja. mit dem Autoload schon wieder nicht vernünftig aufladen. Ist aber komisch. Ja, ich fahre jetzt hier, ich fahr hier also daneben und das Laden wird nicht aktiv. Oi. Abladen kann ich. Danach kommt auch wieder das R und jetzt lade ich wieder auf. Ach so, ich schalte mal die Geschwindigkeit wieder auf 5, ne? Ja, aha. So, jetzt hat er alles geladen, dann zieht er die Spanngurte an. Dann fahr ich zum nächsten Haufen, aber das R ist nicht da. Guten Abend, Team Rheinland-Pfalz. Ja, Das war stimmt, aber letztes Bibis. Mal. Ja, ich Das hatte war das aber beim letztes letzten Mal. Mal nicht. Ich hatte das beim letzten Mal auch schon und. Wenn ich aussteige und steige dann wieder ein, dann funktioniert's. Aha. Technik, Technik. Jetzt habe ich gerade einmal die Spanngurte von Hand abgemacht und wieder dran gemacht. Und jetzt kommt auch das R, wenn wieder Holz in Reichweite ist. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Holz überhaupt reingeht in die Also Sägewerk oder in du? die Papierfabrik. Oh. Weil die Papierfabrik meldet sich ja, dass sie was haben will. Jetzt muss mal eine Markierung. Da hinten war das. Ich fahr dann Naja, mal zur 15, Papierfabrik. 15.000. Keine Ahnung, ich bin nicht komplett Naja. voll beladen diesmal. Ja. Aber doch ganz schön. APL, danke für dein Prime Sub jetzt schon im 4. Monat. Universum, danke für dein Follow. Aber ich hatte gesagt, wir kaufen jetzt auf jeden Fall mal den. Wir kaufen jetzt auf jeden Fall mal das Stück Land, ne? Die Ja, 17, auf jeden damit wir Fall, das ja, auf jeden Fall richtig. schon mal Ja. haben. So. Der See, der da drin ist, gehört übrigens nicht zu unserem Gebiet, ne? Ach so, ja, okay. Ja, gut, mit dem können wir sowieso nichts anfangen. Ja, haben wir ja keine Paddelboote, ne? Nee, Badehose haben wir auch nicht dabei. Ach, guck mal, so weit ist das gar nicht bis da. Soll ich das Holz, was nicht reingeht, dann einfach da liegen lassen? Oder? Ne, bringe ich wieder mit zurück, ne? Ja, aber wo willst du dort hinlegen? Ist ziemlich eng dort, oder? Ja, man kann es ja nur nach rechts oder links abladen, ne? Ja. Ja, so viel wird sie nicht nehmen, aber naja.
Voll. Ja, da gibt es ja alles draufgegangen. Ne, halber Wagen. Ja gut, dann kannst du es ja entweder dort zum Ja, ich bin ja beim fast zu Bahnhof. Hause. Ja, eben, das ist ja nie weit. Nein, Ich Hilfe. muss ja erstmal aus diesem Tal ja auch wieder rauskommen. Das Ding hängt, liegt ja quasi unten am Bachende. Danke, Bad Angel, für 1500 Bits. Du bist ja verrückt. Oh. Manchmal überlege ich, wir sollten vielleicht doch die Scanias hier drauf nehmen. Die haben zumindest besseres Licht. Ach so, ja, richtig, ja. Ich wollte das die ganze Zeit schon mal ausprobieren. Die Scanias mit den Zweiachser, weißt du? Ja, der ist das der hinten auch lenkt? Nee, der Zweiachser Das nicht. Dann musst du einen Dreiachser oder der Vierachser ohne nehmen. Dreiachs, ja, richtig, stimmt. So, ich guck mal, ob unser Sägewerk was haben will. Weil, wenn das Sägewerk was haben will, dann lasse ich mit dem Sägewerk. Ja, da schmeißt dort rein. Oh ja, da passen fast 50.000 rein. Oh, aha. Ich muss dann noch mal mit dem Loki sprechen. Links ist richtig. Ich habe es einfach mal an den Rand gelegt. Ich hoffe, das nimmt er von da. So, es wird dunkel. Ja, ich habe auch schon Licht an. Ja, ich schalte mal auf 120. Ich würde sagen, wenn es wieder hell ist, müssen wir dann mal gucken. Wie wir weitermachen. Ziemlich stürmisch hier bei uns. Bei euch auch? Weiß ich nicht. Ein Hype Train. APL, auch nochmal danke dir für 1000 Bits. Und Pity, danke für das Verschenken von 5 Subs. Da werden sich einige Leute freuen. Und ihr wisst, dass das so nicht notwendig ist, ne? So, ich mache hier. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier wieder Willkommen in Ihren Fan. pflanzen kann, ne? Ja. Ich habe noch 26 Setzlinge. Natürlich mal gut gucken, wo wir die Setzlinge schon gesetzt hatten. Oder soll ich lieber warten, bis es hell ist damit? Ja, wenn du es dann besser siehst, würde ich Ja, ja. weiß ich nicht. Ich denke, besser sieht man es dann auch nicht. Ein Hype Train sehe ich. Ich meine, euch ist schon klar, hallo Micha, dass ein Hype Train nur dazu da ist, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, ne? Nee, ist so. Das ist nur, um die User zu animieren, mehr ne, Geld in den Topf zu werfen. Weil ansonsten hat er ja keine wirkliche Auswirkung. Es gibt zwar diese Hype Train-Abzeichen, ne? Aber kaufen kann man sich davon ja auch nichts.
Ja, ich sehe schon, es funktioniert super. Danke, Micha, für das Verschenken von 5 Subs. Und auch APL nochmal danke für das Verschenken von 5 Subs. Und danke, Blubber for Blub, für dein Follow. Hallo, Onkel Achim. Ja, Onkel Achim. Ich bin gerade erschrocken. Wieso? Rechts neben mir sind da schön Bäume aufgeploppt. Ich denke, was ist da los? Da, wo du gepflanzt hast, drumrum. Ja, wie kann das denn sein? Da, Ich weiß, keine Ahnung. Aber ich bin so erschrocken gerade. Das glaube ich dir. Ich habe noch sechs Setzlinge hier für die Spitze. Eieieiei. Zack, hat's gemacht und da standen sie. Ja, ich sehe es gerade. Jetzt muss ich mich beeilen, hier runterzukommen, sonst werde ich hier gleich eingeschlossen, ne? Ja, dann, ich säg dich frei. Ach, das ist doch lieb. Gell? Das ist doch lieb. Ja, Holz wollen wir mal ein bisschen zusammenhalten. So, bitte füllen Sie das Gerät erst auf. Ich habe alle Setzlinge verteilen können. Aber hier dieses eine Ding geht immer noch nicht weg, ne? Ja, das hatte da auch mal ein, der... Und bist du noch rausgekommen? Nicht erschrecken. Ach so, ja. Jetzt, wow. Ups. Jetzt ist der Volvo kaputt. So. Ja, die machen kurz mit Zunge. So lieb haben die sich. Ja, aber das passt doch nicht zusammen. Da wird doch nichts draus. So. Soll ich die Pflanzmaschine auffüllen und direkt wieder mitbringen? Oder meinst du, es dauert noch länger mit dem... Ich bin beim letzten Baum. Ja, dann fülle ich sie jetzt erstmal einfach wieder auf, ne? Ja, würde ich sagen. Ich hab hier, zwei haben wir ja noch. Ja, die werden die reichen, denke ich. Ja, das sind zweimal 240 Stück, ne? Ja, ist aber ein großes Ding. Oh, ich würde sagen, wieder runter. Ja. Ich wollte gerade fragen, ne? Ich meine, es ist hell genug, wollte ich sagen. Ja. Ui, hier sind es aber schon schön hochgewachsen. Hast du meinen Stream an? Ja, sieht gut aus. Ja, ne? Da oben die Eichen, ja. Aha. 23,2 Meter. Ist immer noch schade, dass nicht mehr Informationen im Multiplayer dafür zur Verfügung stehen, ne? Schade. Habe ich jetzt hier noch was verpasst? Menian, danke für weitere 500 Bits und Blood Angel nochmal 1500 Bits. Ihr habt ja einen Knall, habt ihr. Ne? Wenn man hier mal hier ein Abo oder mal da ein Abo verschenkt oder mal hier gleich 50 oder 100 Bits reinwerft, ist das ja durchaus in Ordnung. Aber 1500, das muss echt nicht sein, sonst haben wir hier nachher noch. NF Marsch Ausmaße von sowas. Ich sag auch mal zu allen Neuen, die im Twitch gekommen sind, schönen guten Abend. Genau. Und wir sagen Tschüss auf YouTube, denn das war's schon für die erste Folge. Oh. Okay, YouTube, tschüss. Tschüss.